was wieder und willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 in der Pearl Edition. Ja, das Albumheft wölbt sich immer mehr, weil das Album immer voller und voller wird. Und ich gehe heute wieder mit 6 Tüten. Ich weiß nicht, ob das zu wenig ist, aber in den letzten Folgen, ihr habt es ja gesehen, es fehlen ja nur noch 70 Sticker oder so. Also, ja, ich reiß direkt mal das erste Tütchen auf und ich hoffe, dass heute einfach kein doppelter Sticker dabei ist. Das wäre ein Träumchen. Aber ob das hinhaut, werden wir dann gleich sehen. Ilkay Gündogan und Kai Havertz. Übrigens, wenn ihr Bock habt, diese Sticker auch zu sammeln, die Euro 2020 Sticker zur Europameisterschaft 2020 oder 2021, die offiziellen Sticker, ihr seht's, Official Licensed Sticker Album, könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Der führt euch nämlich zum Panini Online Shop und da könnt ihr euch die Euro Sticker euch bestellen, vor eure Haustür bestellen und easy peasy ist das Paket in ein paar Tagen da. Harry Maguire, Trippier, haben Upamecano und ich glaube Upamecano fehlt. Ja, die ein, zwei Pappenheimer kennt man ja natürlich immer. Timo Werner. Timo Werner, Robin Koch. Das sind die beiden letzten deutschen Sticker. Das heißt, Deutschland ist heute komplett. Also zumindest die Porträtsticker. Ich weiß nicht, ob die Duo-Sticker und der Jubel-Sticker am Start ist. Aber das ist halt schon extremst wild, was hier heute passiert. Extremst wild. Marlos, Claesson und Sluger. Und Sluger, das ist wieder, ne, wenn ich die Namen so lese, dann habe ich halt direkt die Namen im Kopf. Ey, die fehlen alle noch. Wirklich. Also, das ist schon wieder ultra krank, Mann. Saverschlager, letzter Österreicher. Letzter Österreicher, wir machen heute das Album komplett. Also, komplett können wir es nicht machen, aber ne, fast komplett würde ich fast mal behaupten hier. Belotti, letzter Italiener. Sangare, letzter türkischer Nationalspieler. 330, letzter Dings. Ne, keine Ahnung. Aber es ist wirklich krank wieder. Es ist wirklich wieder ganz, ganz krank, Mann. Hartebroch van Dijk. Kommt dahin. Dann haben wir Daily Blind. Dann Dänemark, Andersen, Breel Embolo. Grüße gehen raus an Henrik Schuster, falls er dieses Video sehen sollte, diese Folge heute. Nächstes Pack und auch automatisch das letzte Pack von Joachim Mehle. Dann Sabitzer Schlager, Erik Dyer, Walker, Gül Herme und Tomasz Susek. Susek. 424, 212, 260 und die 162. So, dann sortieren wir mal hier den Laden ganz kurz. Und dann schauen wir mal, wie viele Sticker ich davon doppelt habe, wie viele Sticker ich einkleben kann. Ich hoffe natürlich, dass ich keinen Sticker doppelt habe, weil das wäre das Nonplusultra. Aber das ist halt immer, ja, ein, zwei Sticker sind eigentlich meistens dabei. Obwohl wir heute, wir hatten kein Shiny, ne? Meistens sind halt auch immer die Shinies doppelt irgendwie. Vielleicht ist das ja heute eine ganz brutale Folge. Eine ganz, ganz brutale Folge. Aber wir warten mal ab, ne? Wir warten mal ab. Man soll ja den Abend noch nicht vor den Tag loben. Ne, man soll den Tag noch nicht vor dem Abend loben. So rum. 25. Damit starten wir. Und es ist der letzte italienische Porträtsticker. Es ist der letzte italienische Porträtsticker mit Andrea Belotti. Italien kompletti Vanetti, außer Italien hier vorne. So, dann die 33 und Italien wird hier auch ein bisschen vollständiger. Aber ich kann euch schon mal direkt sagen, die 36 fehlt leider noch. Also Ciro Immobile und Insigne. Breel Embolo, Schweiz sind es noch 3. Akanji, Zakaria und Silvan Widmer. Aber Breel Embolo verkürzt auf 3. Dann haben wir die 73. Sangare. Türkei ist hier noch mit 4 Stickern übrig jetzt. Ayan. Dann Meraş, Tosun und Burak Yılmaz. Aber hier machen wir es vollständig. Also Action-Sticker oder halt Duo-Sticker sind jetzt komplett von der Türkei. Tekdemir und Çalhanoğlu. Das ist natürlich nochmal sehr nice. 162, das ist Joachim Mehle. Fehlt noch. Und ich kann euch direkt sagen, es ist nur noch ein Sticker, der bei Dänemark heute fehlt. Und das ist Frederik Renault, weil Lukas Andersen auch gezogen. Das, Leute, es kann eigentlich gar nicht sein, was wir hier machen. Ne? Es kann eigentlich gar nicht sein, dass wir wirklich in jedem Pack halt Sticker bekommen und immer halt die perfekte Lücke treffen. Das kann gar nicht sein. Guckt euch das an. Gül Herme,
von Russland. Dann Mario und wir machen, Leute, wir machen Russland komplett. Wir haben Russland komplett. Mario Fernandes. Dann habe ich hier vorne. Okay, hier fehlen noch zwei. Aber jetzt Kuzjajew ist der letzte Porträtsticker. Ist der letzte Porträtsticker. Oh mein Gott, Mann. Ich glaube, Let's Collect mit der Pearl Edition endet bald, wenn es so weitergeht. Und das sind ja nur noch 70 fehlende Sticker. Also nach der heutigen Folge wahrscheinlich. Vielleicht ist es morgen schon sogar die letzte Folge, wenn wir. Weiß ich nicht. Könnte theoretisch. Oder die vorletzte Folge. Könnte theoretisch passieren, Alter. Das ging jetzt schneller als gedacht, Sabitzer. Wir müssen mal dann überlegen, welche Serie wir als nächstes vollsammeln. Kommentiert mal gerne unten in den Kommentaren, welche Serie ihr euch wünschen würdet. 274 Hans Hardeburg. Und Virgil van Dijkie Mikey ist jetzt auch dabei. Jawohl. Dann die 272 ist, das ist Daily Blind. Und Daily Blind verkürzt auf zwei Niederländer. Van de Beek und Bergwies. Bergwies, der letzte. Nordmazedonien, Duo-Sticker komplett. Nikolov. Und Stefan Spirovski. Spirovski-Mowski. 330, das ist Ilya Zabarnji. Zabarnji, Zabarnji, Zabarnji. Zack. Bam. Dann die 335. Das, oh Leute, das ist unglaublich. Ne? Malus im Heft und auch sogar die 340. Das heißt, vor der Folge hatten uns noch 5 Ukrainer gefehlt. Jetzt fehlen uns noch 2. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich ganz, ganz crazy, Mann. Wie können wir denn in jedem Pack die Spieler ziehen, die uns noch fehlen? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das war doch eigentlich. Ich weiß nicht, was da mit der Panini. Oder ist es, weil es die Pearl Edition ist? Bei der normal, also bei der deutschen Serie war es doch auch nicht so, oder? Hat jemand noch die normalen Folgen im Kopf? Weil ich habe ja auch schon die deutsche Serie quasi Let's Collected und jeden Tag halt Videos gemacht und die Sticker eingeklebt und die und die und die. Also die normale Serie habe ich voll gesammelt, so um es mal so zu sagen. Trippier und dann hier Kai Walker. Somit haben wir die Engländer Duo-Sticker komplett. Die englischen Duo-Sticker jetzt alle im Heft. Erik Dyer auch noch am Start. So, dann haben wir Spanien mit David De Gea und natürlich fehlt David De Gea. Natürlich fehlt der Kollege. Bing Bong. Erik Garcia, Thiago und Alvaro Morata sind die Letzten im Bunde. Sind die Letzten. Jetzt habe ich zu weit. Ich muss nochmal zurück zu den Schweden. Und da ist es natürlich Viktor Claesson. Und somit fehlt nur noch Sebastian Larsson. Nur noch Sebastian Larsson als letzter schwedischer Sticker. Upamecano kommt dazu. Es ist immer noch Mbappé, der nicht am Start ist. Kylian Mbappé ist selten, oder was? Genauso selten wie Hernandez und Lucas Digne. Und hier ist der erste Doppelte. Der erste Doppelte ist ein deutscher Sticker. Gündogan und Kai Havertz. Gündogan und Kai Havertz, aber solange das hier passiert, kann ich mich darüber nicht beschweren, weil Deutschland ist komplett. Deutschland ist komplett mit Robin Koch. Und ich guck mal ganz kurz, ob die. Ja, Deutschland ist wirklich zu 100% komplett. Duo-Sticker sind komplett. Porträt-Sticker sind komplett. Und der erste Jubelsticker ist komplett. Timo Werner ist der letzte. Der das Ganze hier beendet und schaut euch mal das an. Das sieht doch wunderschön aus, oder? Das sieht doch einfach wunderschön aus, Mann. Das ist schön. Das ist wunderschön. Und es geht schön weiter. Mit Ruben Neves. Und mit Jota. Und, weil es so schön war, mit Cristiano Ronaldo. Und weil es so schön war, mit João Felix. Jawolski. Bam. Das war die heutige Folge. Wieder mal sehr, sehr erfolgreich. Ein Sticker doppelt. Das ist nicht mehr normal. Also wenn es genau so weitergeht, dann ist, glaube ich, die morgige Folge die theoretisch die vorletzte Folge. Wenn ich mich nicht verrechnet haben sollte. Könnte passieren, wenn es halt genauso weitergeht. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.